Herzlich willkommen zur Digitalisierung der Schömer Feuerwehr Lieselok. Prinzipiell ist es die Digitalisierung ähnlich wie die anderen Schömer auch. Ich habe hier einmal die Liste. Ja, da sehen wir, wir haben Martinshorn 1 und 2 und auch noch verschiedene andere Horns. Also primär gehe ich jetzt einmal auf die Sounds drauf ein. Klar, wir können rückwärts fahren, also ganz normal. Wir haben hier die Beleuchtung, die wir einschalten können, Innenbeleuchtung vorne und hinten. Eingebaut ist ein Drive-M, ein SX6 und das Schnittstellenkabel, denn die Lok hat eine Direktschnittstelle und deswegen komme ich einmal auf eine Besonderheit. Wir haben hier eine Direktschnittstelle. Das Soundmodul habe ich mit dem Decoder hinten verstaut. Hier ist das Soundmodul hingeklebt. Hier der Decoder. Der sitzt perfekt hier. Und hier haben wir die Direktschnittstelle. Wir müssen erst diese vier Schalter ausschalten, haben dann zwei Motor, zwei Gleiskabel, die vier Kabel. Ne? Zweimal Gleis, zweimal Motor. Innen drinnen liegend ist Gleis, außen ist Motor. Das kommt an den Decoder und die Schalter kommen aus. Dann können wir schon mal fahren. Und da sie eine Direktschnittstelle hat, haben wir hier vorne, das habe ich jetzt aber schon verschraubt, haben wir hier vorne den Stecker für das Schnittstellenkabel. Das Schnittstellenkabel finden Sie auch bei uns im Shop. Das ist das sechspolige Schnittstellenkabel. Das können wir hier drauf stecken, auf diese Platine, wo hinten vorne der Schalter drauf sitzt. Und dann schließen wir das einfach gemäß der Anleitung im Shop an mit den sechs Kabeln hier an dem M. Und das Kabel habe ich hier unten durchgelegt und auch das Lautsprecherkabel habe ich unter dem Führerhaus hergelegt. Und der Lautsprecher sitzt hier, wo jetzt dieser Schalter eigentlich angedeutet ist, hier unter diesem Pult, Fahrpult quasi. Hier sitzt der Lautsprecher, die kleine Schallbox, Schallbox-Lautsprecher. Man hat damit einen super Sound. Es ist alles super verpackt und man muss nur eine einzige Sache machen. Ich habe jetzt, also standardmäßig ist bei dem Sound auf 9 das Martinshorn. Entsprechend habe ich die Funktionstaste 1, das steuert das Blinklicht, habe ich auf die Taste 9 gelegt und auf invertiert gestaltet. Das muss man machen, weil das ist sonst standardmäßig an. Das heißt CV123 auf 128, damit das ausgeschaltet ist im Ruhezustand und dass man es wieder einschaltet. Hier haben wir noch einmal die Schnittstellenbelegung, das ist das sechspolige Kabel und das schließen wir, wie hier oben beschrieben, einfach an den M-Decoder an. Hier ist jetzt ein L vorgestellt, man kann das aber auch für jeden anderen Decoder nutzen. So, jetzt können wir einmal die Vorstellung machen. Auf 1 ist das normale Fahrgeräusch. Das ist das gleiche Fahrgeräusch wie auch bei der normalen Schömer.